Ich habe noch einen letzten Vortrag für Sie. Ich hoffe, dass Sie noch durchhalten, weil es ist schon ein sehr langer Tag. Ich darf Ihnen noch Herrn Emmerich Seidelberger vorstellen vom Institut für Sicherheits- und Risikoforschung der Universität für Bodenkultur. Entschuldigung, er stellt in seinem abschließenden Beitrag die Frage, ob die Vorgaben bei der Errichtung von Atomkraftwerken überhaupt noch tauglich sind und ob sie im Hinblick auf die schweren Unfälle nicht einfach neu aufgesetzt werden müssten oder revidiert werden müssten. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Seidelberger. Ich bin lange Jahre in der Kernindustrie gewesen, bin bei Siemens tätig gewesen und bin dann aus der Kernindustrie ausgestiegen und bin in die Pädagogik gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe nichts gegen Kernenergie, denn unsere Natur, die Erde, im Erdboden tief drinnen haben wir die Kernspaltung, so viel ich gehört habe. Auf der Sonne oben haben wir Kernfusion. Also ich habe nichts gegen Kernenergie. Ich habe nur etwas, wie die Menschheit mit dieser Energie umgeht. Und da bin ich aufgewacht eigentlich, habe mir gedacht, es müssen Menschen herangezogen werden, die verantwortlich mit dieser Energie umgehen können, die umgehen lernen. Bin damals in die Pädagogik und ja, danke. Aber die Kernenergie hat mich wieder eingeholt. Ich musste noch meine Sünden abbüßen und musste die Kernenergie jetzt wirklich auch von einer kritischen Seite betrachten. Nun, die Fragestellung der Super-GAU als neuer Auslegungsstörfall, das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben. Ich möchte einen Rückblick machen, denn ich glaube, wir diskutieren Kernenergie immer sehr begrenzt, entweder zeitlich oder örtlich begrenzt oder in einem Plenum, wo nicht die verantwortlichen Menschen da sind, wo nur Techniker zusammensitzen und wo Techniker zusammensitzen. Für den Ingenieur ist nichts zu schwer, also der macht alles, auch Atomwaffen. Also das Problem ist, wir müssen doch den ganzen Überblick bewahren. Und wenn ich zurückdenke und in der Geschichte, so ist ja 1953 ist die Menschheit mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie gesegnet worden, wenn ich so sagen darf. Atoms for Peace. Eisenhower hat eine große Rede gehalten und hat also gesagt, ja, wir wollen die Engpässe der Energieversorgung überbrücken, die Kernenergie ist die Lösung zur Stromerzeugung, für Medizin, Verkehr und Landwirtschaft. Und das alles soll unter dem Dach der IAEO passieren, die auch dann 1957 in Wien gegründet wurde. 1958 schlossen sich die Staaten, die also Kernenergie haben wollten, in der Euratom-Vereinigung zusammen. Interessanterweise, wenn Sie das sehen, Gründungsstaaten waren Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande. Heute sieht es so aus, als ob mindestens drei der Gründungsstaaten jetzt ihre Orientierung ändern. Deutschland, Italien und ja, Belgien offenbar. Nun, damals hat man sich zusammengeschlossen, weil man gesagt hat, die Kernindustrie, dieses Unternehmen ist so groß, wir müssen uns gegenseitig helfen. Die Industrie muss sich gegenseitig unterstützen und dann können wir diese Technologie weiterentwickeln. Und Sie sehen, ich habe es in schwarz, in fett ausdrucken lassen, Bildung und Entwicklung von Kernindustrien war geplant, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und alle sollen von dieser Atomenergie profitieren.
unter einem, und zwar gleichzeitig garantiert der Vertrag der Bevölkerung ein hohes Maß an technischer Sicherheit und verhindert eine Abzweigung für Zivilzwecke, also verhindert die Proliferation. Also mit solchen guten Vorsätzen ist man damals gestartet. Ich war ab 1969 bei Siemens und damals war die Kernenergie eigentlich noch im europäischen Raum in den Kinderschuhen. Stade war mein erstes Werk. Wir haben noch mit Rechenschieber und gerechnet. Es gab noch nicht die großen Computer. Und man fragte sich, ja, was ist denn der größte anzunehmende Unfall, den wir da zugrunde legen sollten? GAU steht für größter anzunehmender Unfall. Also das ist der Unfall, der maximal passieren kann. Und ich erwähne das ganz besonders, denn es gibt eine Sprachverwirrung. Kollegen Kromp wird vorgeworfen, er ist ein Übertreiber und spricht immer vom Super-GAU, Cassandra der Atomenergie und so weiter. Ja, es ist, der GAU ist der größte anzunehmende Unfall, den wir seinerzeit definiert haben, als einen Störfall, also einen Kühlmittelverluststörfall, der beherrschbar ist. Also wir haben da Tests gemacht, Kühltests, verschiedenster Art in großem und kleinen Maßstab. Wir haben dann auch, wie die Computer aufgekommen sind, Simulationen, Modelle gemacht, haben das nachgerechnet. Also dieser größte anzunehmende Unfall, der eben ein Unfall ist, der annimmt, dass die größte Hauptkühlmittelleitung in einem Kernkraftwerk birst, doppelendig bricht und das ausströmende Kühlmittel sich in das Containment ergibt und da den maximalen Druck erzeugt. Der GAU also war ein beherrschbarer, größter anzunehmender Unfall. Die Geometrie des Kerns sollte intakt bleiben und auch das Abfahren des Reaktors sollte möglich sein. Wir waren bei Siemens und 1979 trifft uns der Störfall von TMI. Es war kein größter anzunehmender Unfall, wie wir ihn definiert haben. Es war ein kleines oder mittleres Leck, ein Ventil ist hängen geblieben, aber was dazugekommen ist, der Faktor Mensch spielte bei TMI eine sehr große Rolle. Und das war unvorstellbar bei unseren seinerzeitigen Überlegungen, den Faktor Menschen irgendwie in Betracht zu ziehen. Wir haben Systeme ausfallen lassen für den größten anzunehmenden Unfall, aber der Faktor Mensch, dass Fehlhandlungen durch den Faktor Menschen auftreten, war für uns eigentlich als Techniker irrelevant. Nun, dieses TMI, also kein größter anzunehmender Unfall, wie wir ihn definiert hatten, war ein kleiner Unfall, dennoch hat es partielle, teilweise Kernschmelze gegeben. Also etwas, was wir beim größten anzunehmenden Unfall nicht bekommen hätten, wenn er so abgelaufen wäre. Glück im Unglück, irgendjemand hat geschrieben, Glück ist keine Barriere, also die darf man nicht berücksichtigen, aber es war Glück im Unglück, man hat diese Gasblase, Wasserstoffblase, die sich gebildet hat, die also die Überhitzung bewirkte, wegbekommen, weil eben alle Systeme noch vorhanden waren, funktionierten und auch Strom hatten. Nun, die Konsequenz aus TMI war ein Bündel von Anforderungen, die an die weltweit sozusagen jetzt herausgegeben wurden, dass die Anlagen nachgerüstet werden. Dann kam Tschernobyl, 86. Ein Super-GAU. Wir haben keinen Begriff gehabt, keine Definition, was da passiert ist. Es ist heute schon viel gesagt worden, ich blätter gleich weiter. In der Folge dann gab es in Deutschland die deutsche Risikostudie Phase B, die sich also jetzt schon intensiv mit der Möglichkeit eines schweren Unfalls in Reaktoren auseinandergesetzt hat und diese Möglichkeiten analysiert hat, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher schweren Unfälle analysiert hat. Und der
Bundesminister Riesenhuber hat also dieses Vorwort hier verfasst und da habe ich auch wieder die wichtigsten Dinge in schwarz fett ausdrucken lassen. Also wir brauchen eine verantwortbare Nutzung der Kernenergie und das erfordert also bestmöglichen Schutz für Bevölkerung und Umwelt. Und vielleicht der Satz hier, in jedem Fall muss aber sichergestellt sein, dass Schadensfolgen auf die Anlage selbst begrenzt bleiben. Also eine sehr hohe Anforderung, die da gestellt wurde. Und ja, und diese Studie hat also besonders viel angeregt in Deutschland. Es kam nämlich danach zu Überlegungen, zu neuen Überlegungen bezüglich eines Reaktordesigns, der das diesen schweren Unfall beherrschen sollte. Also die Zielvorgaben waren Beherrschung des schweren Unfalls und automatische Abschaltung, passive Kühlsysteme und dieses Ziel sollte erreicht werden. 1994 gab es dann die Convention on Nuclear Safety, also die Sicherheitskonvention, die dann bewirkt hat, dass die Staaten regelmäßig alljährlich ihre Berichte abliefern, in denen sie sozusagen die Sicherheit ihrer Anlagen überprüfen. Für mich die wichtigste Aussage steht im letzten Absatz. The convention is an incentive instrument, also ein Anreizinstrument. It is not designed to ensure fulfillment of obligations by parties through control and sanction, but is based on their common interest to achieve higher levels of safety. Also, das heißt, auch wie die IAEO, diese Convention on Nuclear Safety sollte also keine Kontrolle ausüben bei den Mitgliedstaaten, wie jetzt die nukleare Sicherheit dann wirklich vor Ort eben vorhanden ist und sollte auch keine Sanktionen aussprechen, wenn diese nukleare Sicherheit nicht eingehalten ist. Und das erscheint mir als sehr, sehr wichtig, dass wir immer sowohl bei der IAEO, auch eben jetzt diese Convention, diese sozusagen Kontroll- und Sanktionsmechanismen nicht vorfinden. In der Zwischenzeit gab es dann eine Menge von sogenannten Near Misses, schon vorher und nachher, die sind hier alle aufgelistet, ich will sie nicht belasten, die eigentlich alle angezeigt haben, dass der Design Base, also das heißt, der größte anzunehmende Unfall, nie eingetreten ist, alles andere als Design Base, aber beinahe, wenn was passiert wäre, dann wäre ein schwerer Unfall nicht ausgeschlossen gewesen. Dann kam jetzt Fukushima, ebenfalls wieder ein Super-GAU. Auch wieder die Begrifflichkeit, die sich dann in der Bevölkerung gebildet hat, etwas, was über den GAU hinausgeht. In der englischen Literatur hat man dann von Beyond Design Base Accident gesprochen. All diese Fälle waren Beyond Design Base Existence und es hat sich im Laufe der Zeit von diesem einen Auslegungsstörfall, von dem GAU mit dem 2F-Bruch, hat sich eine Palette von Auslegungsstörfällen gebildet. Ja. Die waren aber dann mehr oder weniger Beyond Design Base Accidents, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit berechnet wurden, dass sie eintreten. Und wenn die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 6 oder 10 hoch minus 7 war, naja, also dann waren sie nicht so wichtig. Der schwere Unfall ist jetzt wieder aufgetreten in Fukushima und er hat jetzt folgende Folgen, die ich dann noch zusammenfassen werde. Für mich bedeutet das, wir müssen eigentlich gestehen, als Ingenieure auch und auch als Behörden und als Menschen, also Ingenieure, die in der IAEO tätig sind, wir haben den größten anzunehmenden Unfall falsch eingesetzt. Wir haben ihn falsch determiniert, wir haben ihn falsch definiert und wir müssen sagen,
der größte anzunehmende Unfall, und das ist eigentlich meine Konsequenz, die aus Fukushima hat, der schwere Unfall zu sein. Aber nicht mit diesen Auswirkungen, wie wir es jetzt in Fukushima gesehen haben, sondern eben wie schon in der Risikostudie gestanden ist, es sollte ein beherrschbarer Unfall sein, bei dem die Kernschmelze wirklich beherrscht werden kann. Nun, wenn man dies zugrunde legt, also, und das könnte für die Stresstests auch eine Hilfe sein, nämlich, weil es sind ja keine Kriterien angegeben worden, nach welchen dann jetzt beurteilt wird, welches Kraftwerk jetzt sicher oder robuster oder weniger robust ist. Wenn wir uns einigen, und das eigentlich die Realität, die Vorkommnisse zwingen uns eigentlich dazu, zu bekennen, der schwere Unfall ist der realistische Auslegungsunfall für einen Reaktor. Wenn wir das anerkennen und das auch festlegen und festschreiben, dann bekommen wir mit den laufenden Reaktoren große Probleme. Nämlich die laufenden Reaktoren haben eben das Design, das alte Design. Das gilt also für Druckwiesiedewasserreaktoren und die Nachrüstungen, die wohl gemacht wurden, die immer wieder wohl eine Sicherheitsverbesserung gebracht haben, aber doch nicht im ursprünglichen Design drinnen waren, in der ursprünglichen Auslegung, haben nicht eigentlich das Auslegungsdefizit kompensieren können. Das Barrierenkonzept wurde im Laufe der Zeit aufgeweicht. Ich denke jetzt nur, ein Filtered Venting, also das heißt ein kontrolliertes Abblasen aus dem Containment, war früher kein Thema. Da war die äußerste Barriere, also das heißt das Containment, die sichere Barriere, die hält alles zurück. Und jetzt hat man also kontrolliertes Abblasen, lässt man zu. Ja. Und das größte Problem jetzt für die laufenden Reaktoren ist die Beherrschbarkeit einer Kernschmelze. Sie ist eigentlich in den Systemen, wie wir sie jetzt haben, nicht gegeben. Control of core debris in operating reactors is not evident. It's not possible. And zurzeit sind also jetzt große Bemühungen für die laufenden Generatoren, auch Möglichkeiten der Beherrschung der Kernschmelze aufzuzeigen. Man will entweder den Reaktorschacht von unten, also diesen Raum unterhalb des Reaktors fluten. Wenn der Reaktordruckbehälter heiß ist, will man von außen kühlen. Dann sagt man, dann kann man die Kernschmelze im Reaktordruckbehälter behalten. Caught debris retention in the reactor pressure vessel. This is the intention. Aber das geht nicht so leicht. Denn diese Anlagen, die sind nicht dafür ausgelegt. Also, und da gibt es besondere Probleme. Und als letztes, für mich stellt sich das größte Problem beim WWR 440213, denn der hat eine sehr starke Ähnlichkeit in spezifischen Punkten mit Fukushima-Auslegung. Ich denke nur an das Spent Fuel Pool oder an das Barbotagesystem, an das Pressure Suppression System, das wir auch da haben. Nun, bei neuen Reaktoren, es sind neue Reaktoren jetzt in der Konzeption, auch im Bau, AP1000 von Westinghouse, EPR, Europäische Druckwasserreaktor. Die sollen also jetzt vermeiden bzw. den schweren Unfall beherrschen. Ist das möglich? Ich habe mir die Tests ein bisschen angeschaut. Also, es wurden Kernschmelztests gemacht, verschiedenster Art. Ich glaube, da ist sicherlich noch Nachholbedarf und experimentelle Ergebnisse, glaube ich, müssen da noch nachgebracht werden. Nämlich auch, weil die experimentellen Ergebnisse basieren auf Modellen, die man da gefahren hat, auf Testanlagen und die Ergebnisse dann zu übertragen auf die Großanlage.
Man denke, man hat ja dann Uranschmelze und verschiedenste Metalle, auch diese ganzen Abschmelzvorgänge in den Reaktoren, die sind ja nicht so etwas, was man so linear berechnen kann. Das sind oft Zufallsergebnisse. Mir wurde berichtet vom Herrn Nikolaus Müllner, unserem Mann, der in Italien arbeitet, dass man an einem Kernschmelztest bei gleichen Bedingungen, ja, gleichen Randbedingungen und Anfangsbedingungen unterschiedliche Ergebnisse bekommen hat. Einmal ist der Kern, der geschmolzene Kern, hinuntergetropft und die Kühlfähigkeit war gegeben. Im anderen Fall war er aber, hat Struktur versagt und der Kern ist nach unten gefallen und ins untere Plenum und war nicht kühlbar. Also es ist so ein Kernschmelzvorgang nicht ohne weiteres, oder wenn ich muss sagen, vielleicht sogar nicht kontrollierbar abzufahren. Also ja, ich fasse jetzt schön zusammen, da sind ein paar Typen interessant. Beim AP1000, der wurde jetzt in USA, wurden jetzt also zwei neue Reaktoren beantragt und da hat der Behördenchef der NRC unten, der Mr. Jatzko, Head of NRC, voted against the two new NPP AP1000 Reactors. Why? Das ist die Frage. Und wenn man dann den Kommentar hört, sagt er, ja, wir müssen die Lehren aus Fukushima auch in diesen neuen Designs noch einbauen, bevor wir solche Reaktoren bauen. Also in das Design einbauen. Also das ist ja auch ein Nachholbedarf. Also das meine ich, müsste auch zu bedenken geben. Nun, hier meine Zusammenfassung. Lehren und Forderungen aus Fukushima und Vorläufern. Erste Lehre schon zusammengefasst. Der schwere Unfall muss der Auslegungsunfall werden und sein für laufende als auch für neue Reaktoren. Das ist ein Muss. Sonst, das ist die Realität, die wir lernen müssen aus den bisherigen Unfällen und Störfällen. Das heißt, der alte GAU, der ist also nicht tauglich, dass man ihn allein verwendet und eigentlich irreführend, dass man alles beherrscht. Das Sicherheitsdefizit an den alten Reaktoren ist natürlich sehr groß und man muss auch bedenken, wenn man da jetzt Lebensdauerverlängerung macht, das bringt eine zusätzliche Erhöhung des Risikos. Ja, ob wir das kostenmäßig dann leisten können bei den Laufenden, ist auch eine große Frage. Meine Forderung ist jetzt die, man muss sich fragen, wie konnte Fukushima passieren? Alle haben ihren Austausch in einer IAEO, jetzt Fukushima ist sicherlich nicht im Euratom, aber doch die internationale Staatengemeinschaft hat einen Austausch bezüglich dieser Technologie. Also man kennt die Designs und so weiter. Und wie konnte das passieren? Ich meine, es müsste, und es ist heute schon mehrfach angesprochen worden, irgendwie eine unabhängige Institution bilden, beziehungsweise natürlich lässt die Politik das zu, das ist die Frage, die erstens einmal kontrollieren darf, wie der Stand in den Reaktoren ist, wie der Sicherheitszustand in den Reaktoren ist und wenn der nicht gegeben ist, dass man Sanktionen vornimmt oder die Anlagen entsprechend abschaltet. Zweite Forderung, in allen Staaten sollen einheitliche Gesetze und Regelungen und Sicherheitsstandards geschaffen werden. Das ist das Ziel, das man auch immer wieder hört. Aber die Forderung ist, dass das höchste Standards sind. Die Kernindustrie möchte das natürlich haben, weil man dann auch leichter lizenzieren könnte auf der ganzen Welt. Und die dritte Forderung, die friedliche Nutzung der Kernenergie, so wie sie sich jetzt darstellt, sollte sehr wohl noch einmal von Politik und Gesellschaft überprüft werden, in Kenntnis der vollen Tragweite und
Einflüsse, die diese Technologie hat. Und wir sollten uns doch aus Verantwortung für die Erde und für die kommenden Generationen auf neue Energieformen besinnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für den Beitrag.